Guten Tag Leute, der Trant hier und ich sitze heute nicht alleine auf meiner Couch, denn bei uns zu Gast ist der Marc Gassner. Der Marc ist sehr rennspielaffin, er ist Gran Turismo-Spieler und er hat an der GT Academy teilgenommen. Aber du kannst uns bestimmt besser erklären, was die GT Academy war und warum du hier bist. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, bitte gerne. Ja, die GT Academy. Mittlerweile ist eigentlich schon relativ bekannt das Programm, aber dennoch gibt es genügend Leute, die es auch wiederum nicht kennen. Ja, die GT Academy ist im Prinzip entstanden durch die Zusammenarbeit zwischen Sony und Nissan. Mhm. Damals gab es einen Gedanken zwischen zwei Leuten. Da hat der eine gesagt, hey, warum setzen wir nicht einfach mal einen Konsolenspieler in ein echtes Rennauto? Weil er davon überzeugt war, dass die Spiele mittlerweile so realistisch sind, dass die Fähigkeiten, die man an der Konsole hat, auch auf die Realität übertragen könnte. Dann gab es 2008 davon so ein Pilotprojekt, dass im Prinzip die schnellsten Gran Turismo-Spieler gesucht werden, die besten dann aussortiert. Und dann ist das wie so eine Art Ausscheidungsrunde mit echten Rennautos. Und derjenige fährt mittlerweile relativ erfolgreich Rennen. Das habe ich gesehen, ich habe das auch im Fernsehen gesehen, 2013. Und dann dachte ich, da ich auch selber schon seit Jahren Simracing betreibe, versuche ich das auch mal. Und dann habe ich 2014 auch an dem Wettbewerb teilgenommen. Ja, krass. Also man kann jetzt eigentlich sagen, du bist über Gran Turismo vom reinen Konsolen- und PC-Spieler zu einem richtigen Rennfahrer geworden, über dieses Programm, ne? Genau, richtig. Also man wusste halt schon am Anfang, sobald man teilnimmt, man hat die Chance, wirklich einen Rennfahrervertrag zu gewinnen. Und wenn man halt gesehen hat in den vergangenen Jahren, wo die Leute halt mittlerweile sind, da dachte ich, ja, das ist echt ein Riesenpreis, das ist ein lebensveränderndes Ding. Also ja. Für mich ist es halt immer ein Kindheitstraum gewesen, Rennfahrer zu werden, aber finanziell ist es halt komplett außer Reichweite gewesen. Wie willst du das machen? Ja, also. Und da würde ich jetzt gerne mal genauer nachhaken. Also du hast gesagt, 2014 hast du bei der letzten GT Academy teilgenommen. Ja. Zur Info, beim letzten 24-Stunden-Rennen ist der Marc ja auch mitgefahren. Du warst bei Team Zugspeed. Genau. Und das heißt, du bist ein richtiger Rennfahrer, kann man sagen. Also ich fahre mit Vollprofis und mittlerweile bin ich auch selber einer, wenn man das so sehen kann. Ja. Das ist krass. Also innerhalb von 2 Jahren. Also es ist wirklich schon auch eine steile Lernkurve, muss man sagen. Aber nee, ist wirklich ein super Programm und eine unglaubliche Chance, die man, glaube ich, sonst nirgendwo bekommt. Auf jeden Fall. Ja. Und das würde ich jetzt gerne noch mal wissen. Wie lief das ab? Also wie war der Modus? Wo hat die GT Academy angefangen? Mhm. Die Spiele wurden, es gab Online-Challenges, vielleicht kannst du das mal genau erklären, wie so dein Werdegang war. Ja, ich kann dir einfach mal erzählen, wie das so ablief. Also erstmal war es halt einfach eine Online-Qualifikation, das war so ein Modul innerhalb von Gran Turismo 6, das hieß auch einfach GT Academy. Und das war im Prinzip einfach ein Time-Trial, also eine Woche lang war eine vorgegebene Kombination, das heißt, damals war es die Rennstrecke Spa-Francorchamps und ein gegebenes Auto, in dem Fall das Nissan GT3 Auto. Und da hatte man dann eine Woche Zeit, Rundenzeiten zu fahren. Und dann letztendlich, also in meinem Fall in Deutschland waren es 65.000 Leute, die es innerhalb dieser Woche versucht haben. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das Niveau oben sehr, sehr hoch war. Also da haben manchmal Tausendstel schon über 10, 20 Plätze entschieden. Und letztendlich sind aber nur die schnellsten 24, waren es glaube ich, eingeladen worden in die engere Auswahl, sage ich mal. Mhm. Das heißt, 24 von 65.000 ist natürlich erstmal super schwer, da reinzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin damals halt jeden Abend, glaube ich, 1-2 Stunden gefahren, bin das Ganze ganz ruhig angegangen. Aber wie gesagt, da ich halt schon seit Jahren Simracing mache, bin ich da eigentlich relativ erfahren und da war es jetzt gar nicht mal so schwer, da reinzukommen. Also ich habe, wie gesagt, ganz entspannt jeden Abend 1-2 Stunden. Ich denke, es gibt Leute, die versuchen es wirklich rund um die Uhr. letztendlich hat es dann zum zweiten Platz gereicht, deutschlandweit. Mhm. Also einfach nur in diesem Online-Time-Trial. Das heißt, ich war unter den 24 Leuten, die eingeladen wurden. So, von da an war es ein sogenanntes Live-Event am Nürburgring. Da sind die 24 Leute, da gab es 3 Challenges. Einmal musste man nochmal Gran Turismo live vor Ort fahren. Dann sind wir halt Rennen gegeneinander gefahren. Mhm. Dann gab es eine Medien-Challenge, das war so ein Interview mit 5 Leuten, auch auf Englisch. Mhm. Weil letztendlich, das sind ja auch Fähigkeiten, die man später als Rennfahrer braucht. Also, ja, schon, klar. Und zudem gab es auch noch eine Sporteinheit, Fitnesseinheit. Also, dass die Leute halt sehen, okay, ist jetzt, sag ich mal, keine Couch-Potato. Weil das geht ja später nicht im echten Rennauto.
Das heißt, für diese Sachen hat man dann Punkte bekommen. Und ja, dann wurden quasi die besten 12 daraus weitergeschickt. Und das nennt sich dann Race Camp. Von da an ist dann auch nichts mehr mit PlayStation. Von da an ist es einfach wirklich nur noch mit echten Rennautos. Also ist dann wirklich schon eine krasse Umstellung. Und das war, damals wurde es begleitet von RTL. Und dann kann man sich das vorstellen wie eine Castingshow für Rennfahrer. Ne? Also waren dann diverse Challenges, die natürlich auch ein bisschen attraktiv sein mussten fürs Fernsehen. Zum Beispiel am Anfang sind wir aus dem Flugzeug gesprungen. Ach, war es echt? Ja, Skydiving, so eine Art Überwindungsprobe, sag ich mal. Dann mussten wir so einen Militärparcours laufen, so einen richtigen Drillparcours, der einem da alles abverlangt hat. Wo die halt wirklich testen wollen, hat man auch den Biss und Willen, ja, ne, da durchzukommen. Ja, und dann sind halt da nach und nach die Leute ausgeschieden. Dann waren wir noch Kartfahren am Nürburgring, wo die auch nochmal geguckt haben, okay, wer hat auch beim Kartfahren Talent. Ja, und dann sind letztendlich 8 Leute übrig geblieben. Und die wurden dann für eine Woche lang nach Silverstone geschickt. Und das war wirklich echt eine super Woche. Also bist du jeden Tag Auto gefahren, rund um die Uhr. Du wusstest zwar nie, was kommt. Ja. Aber du bist so viel Auto gefahren. Und das halt in echt auf der Rennstrecke. Also es, und auch, du hattest halt Coaches immer dabei, die dich bewertet haben, die aber auch Tipps gegeben haben. Und dann haben die natürlich geguckt, wie ist deine Lernkurve innerhalb dieser Woche. Und es gibt halt Leute, die hatten vielleicht schon vorher echte Rennerfahrung. Die fangen von mir aus beim ganz guten Level an. Aber wenn die sich halt nicht verbessern, dann sehen die halt kein Potenzial in so Leuten, sag ich okay mal. Ja, bei mir war es in dem Fall so, ich hatte vorher absolut gar keine Erfahrung in echt. Also ich bin halt, wie gesagt, immer nur am Computer gefahren und in echt, bis auf ein paar Mal im Leihkart, war es halt wirklich gar nichts eigentlich. Aber der Umstieg dann ins echte Rennauto hat eigentlich, wird man jetzt nicht glauben, hat wirklich super geklappt. Alles, was ich vorher durch das Simracing gelernt habe oder auch in Gran Turismo, ich sag mal so die Denkweise, wie man da herangeht, die Konzentration über längere Stints oder auch einfach die Hand-Augen-Koordination. Das konnte man alles intuitiv einfach übernehmen im echten Auto. Auch, sag ich mal, wenn man sich Bremspunkte, Einlenkpunkte sucht. Das konnte man alles übernehmen. Und von daher habe ich mich da sofort wohlgefühlt. Und ja, konnte dann Challenge über Challenge immer weiterkommen. Bis dann letztendlich 4 Leute übrig geblieben sind. Und ja, die 4 Leute sind untereinander ein richtiges Rennen gefahren. Das war in einem Nissan 370Z Nismo, der hat auch knapp 400 PS. Ne? Also, sag mal, für absolute Neulinge ist das natürlich schon mal eine Hausnummer. Ne? Ja, und dann sind wir halt ein richtiges Rennen gefahren, das heißt Qualifying erstmal. Und dann ein 10-Runden-Rennen war es, glaube ich, in Silverstone. Und du wusstest, wenn du das Rennen gewinnst, bist du Profi-Rennfahrer. Aber wenn du Zweiter bist, hast du absolut gar nichts. Also, du hast dann zwar die Woche gehabt, hast schön, Spaß gehabt, aber warst dabei. Und also es war wirklich sehr, sehr eng, das Rennen damals. Es waren irgendwie 30 Grad in England. Und es war wirklich ein echt super enges Rennen. Ich habe, glaube ich, mit 2 Zehntelsekunden Vorsprung das Rennen gewonnen. Und da standst du schon wirklich richtig unter Druck. Ne? Also, weil alle anderen Teilnehmer natürlich auch sehr gut waren. Ne? Ja. Ja, und dann das wirklich, ich konnte das nicht begreifen. Also, dass man den Wettbewerb tatsächlich gewonnen hat, das war für mich unbegreiflich. Ich habe so ein Grinsen auf dem Gesicht, weil ich, wenn ich mir das vorstelle, so wenn ich diese Möglichkeit hätte, ich glaube, ich würde auch völlig abbrechen. Und wahrscheinlich ging es ja auch so, dass du das gar nicht für möglich gehalten hast. Wie war denn so für dich das erste Mal, als du gesehen hast, so wahrscheinlich in Silverstone, so okay, ich steige jetzt hier in das Auto rein und ich bin jetzt ziemlich nah dran, ein richtiger Rennfahrer zu sein, weil das ist hier kein leeres Versprechen oder so, das ist kein Quatsch, sondern ey, hier geht es jetzt gleich um richtige Rennen. Ja. Wie hast du dich da gefühlt? Ja, also generell ist das natürlich schon an sich eine riesige Drucksituation, wenn man es mal so sieht. Ne? Also ich persönlich hatte schon das Ziel, das zu gewinnen, weil man auch sieht, da ist wirklich eine richtige Chance, das zu gewinnen und sowas zu machen. Aber das Ganze ist halt auch so aufgebaut, dass die sich unter Druck setzen, weil im späteren Leben als Rennfahrer, diese Drucksituation hast du immer. Ja. Jedes Mal, immer. Und von daher ist ging es auch darum, einfach cool zu bleiben, sich zu konzentrieren, sich einfach auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Obwohl es ja an sich sehr viele Eindrücke waren. Allein schon, ich sag mal, am Computer zu fahren oder auf der PlayStation zu fahren und in echt zu fahren, ist halt immer noch ein anderes Paar Schuhe. Ne? Und ja, aber letztendlich muss man einfach versuchen, sich zu konzentrieren, ruhig zu bleiben,
Spaß daran haben natürlich, was unendlich viel Spaß gemacht hat. Und ja, irgendwie hat es gereicht am Ende, ja. Du hast gesagt, dass du im Spiel natürlich schon viel Wissen dir angeeignet hast, wann man wie zu bremsen hat, wie man Kurven anfährt. Aber wenn du in einem richtigen Auto sitzt, dann ist das ja nochmal was anderes, weil da brauchst du eigentlich auch Mut. Wenn du in einem Spiel irgendwie von der Strecke rutschst, dann passiert nicht viel. Aber im echten Leben kann ja ordentlich was passieren. Und bist du da im echten Rennwagen bei Silverstone, bist du dann gleich in die Vollen gegangen oder hast du gedacht, so, okay, das ist nochmal ein anderer Schnack, ich muss langsam machen? Ja, man muss natürlich schon sagen, es ist schon nochmal was anderes, ne, auf der echten Rennstrecke zu fahren, auch von den ganzen Eindrücken her, wie die Geschwindigkeit rüberkommt, das ist schon noch anders, als es dann vor der PlayStation ist. Aber wie gesagt, die Koordination und so weiter ist eigentlich gleich, von da habe ich mich einfach nur darauf konzentriert. Man geht, muss man sagen, in echt mit mehr Respekt an die Sache heran. Auf der PlayStation geht man die erste Runde raus, 100%, und wenn es zu viel war, dann drückt man halt Reset. Das geht halt in echt nicht und von daher tastet man sich eher ran. Das heißt, man beginnt vielleicht mal mit 80%, 90% und tastet sich so dann halt ans Limit heran. Mit der Erfahrung kommt dann dazu, geht man vielleicht auch schon ein bisschen, schneller an die Sache heran. Man lernt einfach schneller. Aber damals war es natürlich das allererste Mal im Rennauto. Dennoch, auch da, ist nie, dass ich irgendwie Angst hatte oder dachte, okay, hier kann mir wirklich schlimm was passieren. Die Gedanken habe ich irgendwie gar nicht gehabt. Wenn du Gran Turismo spielst, also ich frage mich, ob, nehmen wir mal an einem Spiel, verlierst du den Grip und dein Wagen bricht aus und du weißt schon im Spiel intuitiv, wie du den wieder einzufangen hast. Kannst du auch das in der Realität umsetzen? Also ist dir das mal vielleicht passiert und hast gemerkt, so, oh, ich verliere gerade irgendwie die Spur und kannst aber auch wieder einfangen? Ja, ich sag mal, beim Rennfahren ist man ja andauern eigentlich an diesem Grip-Limit. Es kommt schon mal öfter mal vor, dass das Auto ein bisschen ausbricht, vielleicht mal mit dem Heck, mal mit der Front. Aber auch das intuitiv weiß man, was man machen muss. Das ist nicht, dass man drüber nachdenkt, sondern man macht es einfach. Und das ist wirklich, würde ich sagen, 1:1 konnte ich das übernehmen. Okay, also kann man da echt sagen, so wie es im Spiel dargestellt wird, ist wirklich super nah an der Realität dran? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ah, krass. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, für jedermann ist es halt anders. Ich glaube, es gibt Leute, die sind vielleicht auf der Konsole gut, können es in echt dann aber vielleicht doch nicht so gut. Andersrum vielleicht auch. Aber ich glaube, viele Leute, die ich kennengelernt habe über die GT Academy, die auch in der virtuellen Welt wirklich gut waren, waren auch meist in der Realität sehr gut. Mhm. Ja. Wie bist du eigentlich dann zu Gran Turismo gekommen? Also bist du schon länger irgendwie Fan der Serie gewesen oder hast du dir gedacht so, ey, die GT Academy, das klingt nach einer interessanten Sache, damit fange ich jetzt mal an? Oder? Ja, also ich habe schon immer Gran Turismo gespielt, also auch schon die ersten Teile damals. Allerdings hatte ich nie selber eine PlayStation. Also ich war immer eher derjenige, der den PC hatte und bin auch am PC halt viele Sim-Racing-Titel gefahren. Bei Freunden bin ich halt des Öfteren auch Gran Turismo gefahren. Das heißt, ich bin schon vertraut mit der Serie. Aber da ich dann von der GT Academy gehört habe, da dachte ich, ja gut, dann lege ich mir jetzt mal eine PlayStation zu. Habe mir einen Gran Turismo selber gekauft. Und ja. Also das muss man dann ja auch mal investieren. Und ist ja auch, nach wie vor benutze ich es immer noch. Also ich fahre auch immer noch Gran Turismo. Ja, und es ist jetzt tatsächlich auch was richtig Dickes bei dir rumgekommen, ist was rausgesprungen. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Du bist Profi-Rennfahrer, oder? Mhm. Und Profi heißt ja automatisch, du kannst damit oder verdienst damit auch dein Geld. Genau. Ja. Okay, also vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie ich meinte, du bist beim 24-Stunden-Rennen von Nürburgring mitgefahren. Mhm. Gehörst du zu einem Team fest oder wie kann man sich deinen Alltag vorstellen, sag ich mal, oder deinen... Also im Prinzip habe ich einen Vertrag über, also die Firma heißt GT Academy, die heißt GTA Global. Ah. Und die werden im Prinzip finanziert von Nissan. Und ja, dieses Budget, was zur Verfügung gestellt wird, wird dann halt verhandelt, wo meine Einsätze sind. Also das heißt, GTA Global verhandelt mit den Teams, wo wir eingesetzt werden. Ah, so, okay. Und dann? Dann fiel dieses Jahr halt die Wahl auf Zaxby, das ist ein sehr renommiertes Team. Die haben dieses Jahr sich einen Nissan zugelegt. Das GT3 Auto. Das heißt, die sind ein Kundenteam. Und ja, die wollten dann halt auch Fahrer dazu einsetzen von Nissan. Also wir sind ja quasi Nissan-Werksfahrer, wenn man das so will. Und der Florian, das ist mein Vorgänger, der hat 2013 die GT Academy gewonnen.
und auch ich, wir wurden dann beide gefragt, dass wir dann halt bei Zackspeed fahren. Also wir sind im Langstreckenpokal in der VLN, sind wir die ersten drei Rennen gefahren. Dann gab es noch ein Qualifikationsrennen, das sind wir gefahren und plus halt 24-Stunden-Rennen. Was okay. natürlich wirklich eine Riesensache ist, in der höchsten Fahrzeugkategorie beim 24-Stunden-Rennen teilzunehmen, wenn man bedenkt, dass ich 2 Jahre davor noch nie im Rennwagen saß. Ja, ja. ja. Also war das 24-Stunden-Rennen auch für dich so ein persönliches Highlight? Ja, ja. War das erste Mal, dass du da teilgenommen hattest? Ja, war das erste Mal, dass ich teilgenommen habe. Okay. Ja, das ist echt ein Riesen-Event. Also ich habe auch noch nie so viele Leute an der Rennstrecke gesehen. Das war unfassbar. Was da los war, ist einfach echt ein Riesen-Event einfach nur. Ne? Also oh Mann. Und bist du auch vorher schon mal dann über die Nordschleife gefahren oder war das dann auch... Ja, also nachdem man die GT Academy gewinnt, ist das jetzt nicht so, dass man dann nichts macht und fährt Rennen, sondern ja. das ist wirklich, das nennt sich Driver Development Program, also im Prinzip wie eine Art Rennfahrerausbildung. Das heißt, man kriegt sehr viele Coaching-Einheiten, Testtage und so weiter, dass man sich halt nach und nach daran tasten kann. Und ich bin auch in kleineren Autos, das heißt kleiner motorisiert, sage ich mal, bin ich schon auf der Nordschleife dann auch nach und nach Rennen gefahren. Also das heißt, die Strecke kann ich schon, bevor ich in das große Auto eingestiegen bin, sehr, sehr gut. Also da bin ich schon hunderte Runden gefahren. Bin. Okay, aber die ist ja eigentlich nochmal ein anderer Schnack. Vielleicht können wir über die nochmal reden, weil ist die grüne Hölle, die ist verschrien ja. als die schlimmste Strecke überhaupt, also als die gefährlichste mhm. Strecke, weil keine Auslaufzonen, extrem eng, geht hoch und runter. Wie bist du mit der umgegangen, als du das erste Mal drauf gefahren bist? Also im Spiel kanntest du sie schon mhm. sehr gut. Ja. Wie war das, als du die das erste Mal in echt gefahren bist? Ja, das ist heutzutage auch wirklich, wird es einem relativ einfach gemacht, finde ich. Ich finde, wenn man vorher virtuell die Strecken fährt, die sind heute so genau vermessen, teilweise ja mit Laserscan-Technologie. Das heißt, die ganzen Referenzpunkte, die man hat, irgendwelche Schilder oder Bäume, die sind ja alle genau 1:1, wie sie auch in echt sind. Und den Streckenverlauf kann ich vorher in- und auswendig, auch die Höhenunterschiede. Das heißt, als ich das erste Mal auf der Rennstrecke dort war, klar, wie gesagt, geht man vorher erst eher mal mit 70% oder 80% daran. Aber es hat eigentlich auf Anhieb geklappt, also dass man da relativ gut bei der Musik bei ist. Und ja, dann bin ich halt das erste Rennen damals auch, das war dieses VLN-Rennen, in einer kleineren Fahrzeugkategorie gefahren. Und da bin ich dann direkt beim ersten Rennen, waren wir dann auf dem Podium in der Klasse. Also das heißt, es hat eigentlich direkt auf Anhieb funktioniert. Ja, super. Ey. Allerdings dann der Umstieg auf die GT3-Fahrzeuge, ja. auf den Nissan GT-R. Als man da auf der Nordschleife gefahren ist, das ist wirklich nochmal echt eine andere Welt. Also die Dinger, die sind wirklich richtig schnell auf der Nordschleife und was da für Kräfte auf einen wirken durch diese Kompression und generell die Fliehkräfte, das ist schon beeindruckend. Also, und sehr anspruchsvoll die Strecke, muss man sagen. Ja. Was ist denn deine Bestmarke auf der Nordschleife? In der VLN bin ich eine 808 gefahren. 808? Ja. Und ich glaube, das ist schon ziemlich schnell. Ja, also ich bei dem Qualifying war die allerschnellste Runde, glaube ich, eine 8:01. Ja. Natürlich ist auf der Nordschleife, verliert man mal schnell hier und da ein paar Sekunden halt durch den Verkehr. Also sind ja viele Autos, ich glaube 150 Autos fahren da meistens mit. Das heißt, man hat eigentlich nie wirklich mal eine ganz freie Runde, wo man alles perfekt miteinander vergleichen kann. Ja, aber da sind auch ein paar Sekunden drin, sag ich mal, aber ist schon relativ nah dran. Das ist eine gute Marke. Also ja. ich bin mir nicht sicher, der Katsunori Yamauchi, der Director von Gran Turismo Sport, mhm. ist ja auch beim 24-Stunden-Rennen mhm. mitgefahren und ich glaube, da mal gesehen zu haben, dass er eine 8,50 gefahren ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Also das ist schon mal ein krasser Unterschied. Klar, es sind immer die Umstände so, Verkehr, Wettersituation, aber eine 8,08. Wobei, man muss sagen, in der VLN ist die Streckenvariante minimal kürzer als beim 24-Stunden-Rennen. Die Variante beim 24-Stunden-Rennen, da war die schnellste, glaube ich, eine 8,24, glaube ich. Ah, okay. Ja. Gut. Die Varianz ist, also bei beiden Rennen geht es wahrscheinlich auch mit dem Grand Prix-Kurs noch mit dazu. Aber trotzdem genau, ist aber wahrscheinlich da ist eine Schikane ausgespart. Oder ja, bei VLN ist das so eine Kurzanbindung. Und beim 24-Stunden-Rennen wird unten noch die Mühlenbachschleife dazu genommen. Ah, okay. Ich glaube, letztendlich ist nicht viel an Unterschied, aber man kann so grob sagen, ich glaube 10, 15 Sekunden sind die Rundenzeiten ungefähr auseinander. Okay. Ja, ja krass. Ja. Bist du bei Gran Turismo Sport wieder dabei? November kommt's? Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Was hast du jetzt schon davon gehört und auf was freust du dich?
Ja, ich habe jetzt schon einiges davon gehört. Also ich habe schon viele Bilder gesehen. Ich finde grafisch ist mittlerweile echt mega beeindruckend, wie echt alles heutzutage aussieht. Und wie ich gesagt habe, diese ganzen Technologien mit Laserscan, dass die Strecken so genau vermessen werden, auch die Autos so detailgetreu nachgebaut werden und die Physik auch weiterentwickelt wird, das hilft einem ja auch alles als Vorbereitung auf die echten Rennen. Weil nach wie vor, wenn ich eine Rennstrecke nicht kenne, bereite ich mich darüber vor. Also das heißt, auch da werde ich wieder mit dabei sein. Ja. Ja, krass. Meint man immer, The Real Driving Simulator ist einfach nur so ein inhaltsloser Claim vom Spiel, aber ist nicht so. Es scheint zu stimmen. Ich meine, du bist der Beweis. Ja. Ja, cool. Also ich freue mich nochmal, dass du da warst. Danke dir vielmals und fand's super spannend. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht können wir die auch über dich dann beantworten lassen. Haut's in die Comments. Genau. Und ansonsten, lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Macht's gut. Danke. Ciao. Die Nordschleife ist die längste permanente Rennstrecke der Welt. In ihrer heutigen Form ist sie 20,833 Kilometer lang. In den 30er Jahren war sie sogar fast 23 Kilometer lang. Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring verläuft zusätzlich auch auf der angeschlossenen...